IBEDA – Seminare zur Gassicherheitstechnik. Koordinierungsgruppe Handwerk im DVS. Save the Date – DVS-Kongress 2016. Die Euroblech lädt zum Online-Wettbewerb. Deutscher Stahlbautag 2016. Und damit hallo und herzlich willkommen bei DVS TV. IBEDA bietet Kunden und interessierten Fachkräften zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und Herbst, die Teilnahme an einer Seminarreihe zur Gassicherheitstechnik an. In den Tagesseminaren werden die Teilnehmer mit dem relevanten Regelwerk vertraut gemacht und über die Funktion von Sicherheitseinrichtungen, Schlauchkupplungen und Anwendungsmöglichkeiten informiert. Außerdem werden Kenntnisse zur Auswahl der richtigen Geräte, den Qualitätsmerkmalen von Sicherheitseinrichtungen und zur jährlichen Überprüfung von Gassicherheitsgeräten vermittelt. Nicht zuletzt steht auch eine Einweisung in die Überprüfung von Sicherheitseinrichtungen mit dem IBEDA-Prüfgerät PVGD auf dem Programm. Im Anschluss an das Seminar erhält jeder Teilnehmer ein Schulungszertifikat, welches gleichzeitig den geforderten Sachkundenachweis für die jährliche Überprüfung von Sicherheitseinrichtungen bescheinigt. Die nächsten Seminare finden im November 2016 und im April 2017 statt. Alle Informationen finden Sie im Bereich News auf der IBEDA Homepage. Seit dem vergangenen Jahr ist Dr. Ursula Bella Koordinatorin Handwerk DVS in der DVS Hauptgeschäftsstelle. Auf dem Tag der Technik in Düsseldorf fasste sie für DVS TV die Kernpunkte ihrer Arbeit zusammen. Meine Aufgaben bestehen darin, dass ich das Handwerk und den DVS näher zusammenbringe. Und zwar nicht nur aus Sicht des DVS, sondern auch aus Sicht des Handwerks. Da ich vorher auch im Handwerk tätig war, bietet sich das eigentlich an. Und ich glaube, diese Position ist entstanden aus der Notwendigkeit heraus, auch mal so ein bisschen mehr für die Mitglieder im Bereich Handwerk zu tun. Ein anderer Punkt ist sicherlich, dass der DVS schon immer eine Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks gepflegt hat. Diese Kooperation besteht seit Jahren, ist mal mehr, mal weniger intensiv auch wirklich zum Tragen gekommen. Und das ist etwas, das ist ein Thema, wo wir einfach auch sehen, da muss mehr getan werden, da wollen wir mehr tun, weil gemeinsam mit dem Zentralverband sind wir mehr als die Macht von nebenan, wie das Handwerk immer so schön sagt. Welche konkreten Projekte haben Sie sich denn jetzt zum Ziel gesetzt? Momentan haben wir gerade bei der Kooperation mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks vor, ein bisschen mehr gemeinsam auch die Bundesagenturen für Arbeit zu informieren, welche Art der Weiterbildung durch den DVS möglich ist. Denn der DVS bildet ja in so vielfältiger Art und Weise aus, das kann man ja nicht einfach greifen. Wir möchten aber erreichen, dass gerade bei den Bundesagenturen dieses Berufsbild bekannter wird. Der DVS-Kongress 2016 mit großer schweißtechnischer Tagung und DVS-Studentenkongress findet am 19. und 20. September in Leipzig statt. Auf dem Kongress werden sowohl Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis als auch jüngste Erkenntnisse aus Forschung und Technik branchenspezifisch und praxisnah vorgestellt. Im Rahmen des DVS-Studentenkongresses halten angehende Ingenieure Vorträge und für die beiden besten eingereichten Beiträge wird der Nachwuchs-Award verliehen. Alle an der Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik Interessierten sind zu einem spannenden Erfahrungsaustausch nach Leipzig eingeladen. Die Euroblech 2016 lädt Unternehmen und Einzelpersonen aus der Blechbearbeitungsindustrie ein, am Online-Wettbewerb Die nächste Generation der Blechbearbeitung teilzunehmen. Die Bewerber können in 6 Kategorien Auszeichnungen für Best Practice, Innovationen und außergewöhnliche Leistungen gewinnen. Einsendeschluss ist der 31. August. Am 6. und 7. Oktober findet der Deutsche Stahlbautag 2016 in Würzburg statt.
Die Veranstaltung präsentiert ein breites Spektrum aller Anwendungsbereiche des modernen Stahlbaus. Das Angebot richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus so verschiedenen Branchen wie Bau und Immobilien, Architektur und Planung oder Wirtschaft und Wissenschaft. Die Trends und Entwicklungen im Stahlbau werden in drei parallelen Vortragsreihen mit unterschiedlichen Schwerpunkten vorgestellt. In der begleitenden Fachausstellung präsentieren sich gut 40 Firmen mit Systemen und Produkten rund um den Stahlbau. Das war DVS-TV für heute. Die nächste Sendung ist wie immer ab Dienstag online. Bis dahin eine charmante Zeit und Ade.